Hier ist wieder Loose Stories. Und jetzt nehmen wir erstmal unseren Schwanz in die Hand. Dann wird wieder alles gut. Wir sind scheiße. Sind wir. Elotrix ist auch scheiße. Elotrix ist noch beschissen als wir. Okay, was machen wir hier? Ein Podcast über 2018 und 2019. Genau. Ankündigungen sowie als auch, was wir gut fanden 2018. Genau, was wir gut fanden, vielleicht auch, was wir schlecht fanden. Oder worüber wir später dann auch reden, ist über 2019, was wir von dem Jahr erwarten. Ja, hatte ich ja gerade gesagt, du Spottel. Hast du ja gesagt? Ja, hatte ich gesagt. Ich bin schon ein wenig angetrunken, vielleicht merkt man das ein bisschen, aber... Ja, wir haben Silvester, ist quasi... Wie spät haben wir es jetzt, wo wir aufnehmen? 21:48, hiernach wird es direkt hochgeladen. Also in 2 Stunden ist Neujahr. Ja. Ja gut, erstes Thema. Ich würde sagen, fangen wir doch mit unserer Hauptpunkt an. Games. Ja, Games. Games ist immer was Gutes. Du anfangen oder soll ich? Fang du mal an mit deinen Highlight. Okay, also... du hast ja relativ wenig. Ja, ich habe nur ein paar Notizen dafür gemacht. Aber ja, wir hatten 2018 auf jeden Fall BFA, was rauskam. Ja, was wir natürlich nicht so oft auf unseren Kanal gebracht haben jetzt, weil wir allgemein ziemlich wenig auf unseren Kanal gebracht haben. Ja, tatsächlich haben wir wollen das nächstes Jahr auf jeden Fall aufbessern. Sobald wir eine eigene Wohnung haben. Da kommt dann alles möglich. Wir machen auf jeden Fall unsere Let's Plays weiter. Wir werden... Ja, aber jetzt lass erstmal noch nicht davon reden, okay, das ist erst für 2019. Okay, also BFA war dieses Jahr. Es gab ja viel Trubel um die ganze... Gerade Blizzard hat sich öfter dieses Jahr ins Ausgeschossen mit Diablo Immortal. Boah, ja, Mann, da freue ich mich schon tierisch drauf. Flo, hast du kein Handy? Soll das jetzt ein April-Witcher sein? Is that an out-of-season April Fool's joke? Aber wir hatten aber BFA, klar, es wird viel drüber gemeckert. Ich habe auch viel drüber gemeckert tatsächlich, wie man auf meiner Twitter-Bio unschwer erkennen kann. Also das Einzige, wo ich wirklich sage, was mich tierisch bei BFA stört, ist der Content-Leak. Was heißt Leak, aber es gibt halt nicht genug Content am Endgame momentan. Ich meine, schön, du hast den Raid, den haben wir nicht durch, aber wir waren drin. Der hat mich jetzt nicht so gefesselt wie Deforce Legion, ganz klar. Zum Beispiel Tomb of Zagaras, das war einfach geiler Raid. Emerald Nightmare hat mich jetzt aber auch nicht so gefesselt. Ja, okay, ist ja wieder auch erste Raid. Ja, genau. Wo ich dieses Jahr Probleme hatte mit BFA, war wirklich die Warfronts. Dass die Horde quasi 2 Wochen früher vor der Allianz die Möglichkeit hatte, einzusteigen und das jetzt auch wiederholt wurde mit dem Kampf um Dunkelküste. Die hatten auch 2 Wochen früher als... Nein, nein, da war es andersrum. Da hatten die Allianz 2 Wochen früher. Ja, okay, das finde ich aber gut. Dann ist das wenigstens wieder ausgeglichen. Ja, das ist ausgeglichen, aber trotzdem scheiße. Weil du hast jetzt in der Warfront von Arati hast du das erste Mal eine Möglichkeit, quasi umsonst einfach nur durchs Spielen ein 340er Teil zu bekommen und jetzt war es halt ein 375er oder 385er? 385er sogar? Eins von den beiden. Nee, ich glaube 385 war es sogar. Okay, dann werde ich ab sofort 4 Warfronts stoppen. Und klar, die Warfronts, die waren, finde ich, super gut, gerade die jetzt Dunkelküste. Ich fand Dunkelküste richtig geil, aber... Weißt du, wenn ich das aber gemacht hätte, mal ganz kurz als nebenbei, als Lösung für dieses Problem, ich hätte es tatsächlich gemacht, dass beide gleichzeitig spielen können. Ich hätte es jetzt nicht gegeneinander gemacht oder sowas. Vielleicht kann man das dann auch so wählen, so wie bei den Inseleroberungen. Aber ich hätte es halt gemacht, dass beide gleichzeitig hätten. Also beide gleichzeitig können halt Warfronts machen oder halt, wenn dann die 2 Wochen abgelaufen sind oder die Woche, wo man Warfronts machen kann, muss man erstmal wieder 1 Woche sammeln. Das wäre eine gute Idee gewesen, meiner Meinung nach. Und ich hätte es auch eigentlich so gemacht, dann eventuell, dass halt zum Beispiel auch dieses Sammelgebiet, wo man gesammelt hätte, instanziert ist. Dass man halt nicht unbedingt auf Horde trifft, wenn man das nicht möchte. Aber wenn man PvP anhat, natürlich, dass man dann reinkommt. Ja, oder das halt auch über die Warmode entscheiden. Ja, genau, meine ich schon mit Warmode, wenn man PvP anhat. Und, man hätte es einfach genauso machen sollen wie die Isle Expeditions, die super geil. Die waren ein super geiles Feature dieses Jahr im BFA. Man hätte es halt einfach so machen können, dass... Man kann PvE auswählen in der Warfront, dass man dann gegen die Horde spielt oder gegen die Allianz spielt. Ja. Aber das halt zur gleichen Zeit. Oder man hätte PvP auswählen können, wo dann eine Warfront herrscht zwischen Allianz und Horde. Weil im Moment ist es halt so, in den Warfronts, du kannst als Spieler gegen die NPCs, du kannst nicht verlieren gegen die NPCs. Ja, die sind einfach zu einfach. Das ist viel einfach zu einfach. Ja, okay. Lass uns mal jetzt dahingestellt, BFA ist ja noch quasi in den Startlöchern. Ja. Wir sind jetzt bei 8.1.
Es gibt noch zwei große Patches, die rauskommen. Wir werden euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wobei ich sagen muss, selbst die kleinen Patches sind groß. Ich meine, Cool Tier and Humans noch. Ja, die 815er Patches. Aber ist halt, ne? Ja, ist trotzdem. Kurz Vorausschau, wenn wir gerade schon bei BFA sind, nächste Expansion von einem YouTuber gehört, Ingenieure als Klasse. Fände ich eine mega geile Sache. Mit so einem eigenen Mecha-Suit, den man beim Charakter erstellen kann. Fände ich eine gute Sache, wenn Blizzard jetzt nicht wirklich den Fehler macht und das voll auf Gnome aufbaut. Wenn die das voll auf Gnome aufbauen, dann... Ja, aber die Zwerge werden es können. Zwerge sind ja auch schon sehr technisch begabt, sagen wir es mal so. Allein weil sie ja schon Flinten bauen können und so Sachen. Ja, ja, okay. Ich denke mal, Zwerge, Menschen, Gnome. Und Goblins natürlich, ne? Klar, wir auf der Hornseite. Ja, okay, dann auf der Hornseite hast du die Goblins. Und dann kriegst du jetzt die Vulperas, die auch technisch begabt sind wahrscheinlich. Wenn wir die Vulperas bekommen. Ich hoffe es die nicht. Die bekommen wir als Hortler. Oh. Dafür kriegen wir diese Lepra-Gnome oder was sind das? Eine Mecha-Gnome, ne? Mecha-Gnome? Ja, wir kriegen die Mecha-Gnome. Noch eine Gnome-Rasse. Das ist die einzige Gnome-Rasse, die wir noch dazu bekommen. Ja, wir haben dann zwei Gnome-Rassen sind Gnome. Wir haben auch zwei Zwergerassen und ich mag Zwerge nicht. Ja, was heißt, ich mag Zwerge nicht, aber ich spiele Zwerge. Zwerge sind nicht so scheiße wie Gnome. Also, es ist nicht selbst so, Goblins sind also, nicht so scheiße wie Gnome. Es ist nicht so 100% safe, aber es ist halt sehr auf das Deuten. Erstmal, weil du diesen, von Anfang an diesen Junk-Platz drin hattest, diesen versteckten. Das deutet erstmal natürlich auf diese Gnome hin, diese Mecha-Gnome. Das deutet aber auch auf die Ingenieursklasse hin. Dann gibt es ja diese Ingenieursklasse quasi sogar schon. Und zwar, wenn du auf deinen eigenen Expeditions bist. Einmal auf der Allianz-Seite und einmal auf der Horn-Seite. Es gibt die auch, während du die Warfronts machst, nicht Warfronts, sondern die War-Campaign machst. Gibt es ja diese Dame, die da auch eine Mecha-Klasse hat. Es deutet halt alles auf diese Klasse hinaus. Und das haben die ja auch mit den quasi mit den Elder Races haben die ja auch vorher schon angekündigt, weil vorher war es ja so, dass BFA erst Anfang einer Expansion das angekündigt hat, was für eine Klasse rauskommt. Jetzt machen sie es ja gegen Ende der Expansion, der vorigen Expansion schon. Und was ich sagen muss, wo ich gespannt bin in jetzt in der weiterfolgenden Lore von WoW, ist, wie sich die Tauren verhalten werden. Weil wir haben jetzt, ich habe jetzt dieses Jahr auch Before the Storm gekauft und gelesen. Beziehungsweise ich habe es noch nicht komplett durch, aber ich bin relativ am Ende. Und es gibt mehrere storymäßige Anhalte, dass Bane am liebsten zur Allianz wechseln würde. Selbst Sylvanas und Nathanos unterhalten sich darin im Buch und sagen, also Nathanos war das, glaube ich, der zu Sylvanas sagt, es könnte sein, dass jederzeit Bane uns verrät und mit seinem Buddy Anduin da drüben auf der Allianz-Seite halt... Während, und Sylvanas natürlich, wie immer, ja, soll er doch machen, das ist nämlich ähnlich, bla bla bla, Eddie. Ja, okay, dann nehmen wir davon nicht mal zu viel weg. Was ich eher glaube, ist, dass, wenn überhaupt, die Allianz nur ein kurzzeitiges Bündnis eingibt, bis Sorfang an die Macht kommt, weil Sylvanas wird diese Expansion noch sterben. Mit Sicherheit. Das beziehungsweise ist da fest dran. Nicht, eventuell nicht sterben, aber vom Thron gestürzt werden, das auf jeden Fall. Ich glaube schon, sterben. Wobei, bei Sylvanas weiß man halt nie, ne? Die könnte eben, die ist jetzt schon dreimal zurückgekommen. Ein viertes Mal wird wohl auch nicht sehr schwer sein. Das ist halt so die Sache, wo ich sage, die wird nicht unbedingt sterben, aber sie wird auf jeden Fall vom Thron gestürzt. Was sehr gut war, als letztens dann der Patch 8.1 rausgekommen ist, die Vorstory zur Warfront von Dunkelküste. Ja, die war gut. Die hat mich richtig gepackt. Auch wenn ich es noch nicht gespielt habe und ich weiß, worum es geht. Also musst du spielen. Mache ich heute Abend noch. Es ist wirklich super. Okay, aber jetzt mal würde ich sagen, machen wir jetzt einen Punkt mit WoW. Ja, ja. Wir haben noch ein paar andere Spiele, die kurz eine Anmerkung wert sind, finde ich. Einmal Pokémon Let's Go, Evoli, ja. Pikachu, ja. Super gute Spiele. Hab ich immer noch nicht gespielt. Ja, okay. Das sind keine Core-Spiele, klar. Sind aber trotzdem nicht schlecht, gerade für Einsteiger, die das Pokémon-Franchise nicht kennen. Ja, ich finde immer einen Blick wert. Es macht auf jeden Fall die Switch nochmal ein bisschen besser, weil du hast halt noch mehr Spiele. Jetzt natürlich kam Smash raus, was natürlich ein super geiles Spiel ist. Ne? Da gibt es ja gar keine Frage. Haben wir übrigens immer noch nicht zusammen gespielt, ob wir was machen wollen.
ja, wir wollen es auf den Kanal bringen, aber das Problem ist, wir haben hier kaum Leute in der Nähe. Dann hast du keinen GameCube-Controller. Das heißt, einer von uns ist benachteiligt, auf jeden Fall, weil mit den Dingern, okay, man kann mit den Dingern relativ gut spielen, mit den Joy-Cons, aber es ist natürlich nicht so vergleichbar. Ich muss sagen, das ist mein einziger Nachteil bei der Switch, dass ich die Joy-Cons nicht leiden kann. Ich kann, jeder kann die nicht leiden, ich kann die leiden. Nee, die sind viel zu klein und ich habe damit kein Problem. Ich mag lieber sowas Schönes wie den GameCube-Controller oder so. Ja, oder okay. Den alten PS2-Controller, der ist schön. Den GameCube-Controller, den mag ich natürlich auch lieber. Ich mag aber auch die Joy-Cons. Ich muss sagen, da habe ich kein Problem mit. Ich könnte damit spielen. Die sind mir tatsächlich, trotz meiner Mini-Hände, sind mir die zu klein. Okay, ich habe damit kein Problem. Ich habe größere Hände. Ja? Ja. Du hast auf jeden Fall breitere Hände. Ja, ich bin auch fett. Ja, okay. Wollen wir das jetzt so bei Games erstmal stehen lassen und wollen wir es so machen, dass wir jetzt direkt unser 2019 Ausblick auf Games sagen? Ich habe... Oder wollen wir 2019 erst ganz am Ende setzen? Ich weiß es. Also 2019 Games habe ich tatsächlich nichts gefunden, was mich wirklich groß interessiert. Nicht mal Metro Exodus? Nicht mal Metro. Ich habe ja die vorherigen Teile noch nicht mal gespielt. Du hast doch einige Metro-Spiele gespielt. Ich habe Last Light angespielt und 2033 habe ich durchgespielt. Aber das war was. Du darfst gleich rauskarte, wenn wir hier fertig sind. Ich glaube nicht, dass man das gehört hat, aber. Komm her. Mach nicht. Ja, 2019 jetzt mal trotzdem. Klar, die nächsten Patches von WoW, ganz nice. Ja, okay. Aber haben wir jetzt schon genügend drüber gesprochen, würde ich sagen. Definitiv Metro Exodus, ganz klar. Ja, noch ein Highlight von 2018, World War 3. Ist zwar nicht ein Spiel, was rausgekommen ist, aber in den Early Access halt. Und ich spiele es halt relativ gerne. Am Anfang war relativ viel Shitstorm, wegen Server, bla bla bla. Hat sich aber also gefangen, muss man sagen. Man kommt gut ins Spiel rein. Mein PC ist jetzt nicht der beste. Ich kaufe mir aber, denke ich mal, nächsten über nächsten Monat eine neue Graka. Für 370 Euro die 2060. Du wolltest mir ja die alte abkaufen, ne? Hast du gesagt, eventuell. Genau, ich wollte ja die alte abkaufen. Für wie viel hat man gesagt? 120? Schön im Podcast jetzt nochmal klären. Ich hab keine Ahnung mehr, wie viel wir gesagt haben. Sagen wir 150. Ist das okay für dich? Ja. Gut. Haben wir das schon geklärt im Podcast. Gut. Freut mich. okay. Das schon mal so dahingestellt. Games haben jetzt abgehakt. Ah ja, World War 3 werde ich dann auch als Let's Play natürlich bringen. So das noch ganz kurz. Gut, dann, Games sind fertig, oder? Games würde ich sagen, sind fertig. Wollen wir mit Hobbys anfangen? Dazu zählt auch deine Musik natürlich, ganz klar. Über Musik kann ich sehr lange quatschen, weil dieses Jahr tatsächlich 2017 war wesentlich stärker als 2018 in Musikverhältnissen. Allerdings gab es 2018 auch sehr viele gute Erscheinungen. Ja, okay, ne, du weißt, ich kenne mich jetzt mit dem Thema Musik nicht aus. Also 2018 zum Beispiel ist jetzt Gorillaz. Vorsicht, jetzt kommt hier ne Metal und Death Metal und Gothic. Moment, ich fange an. Gorillaz Now 2 rausgekommen. Ja, okay, Gorillaz ist natürlich geil. Sehr gut, besonders der Song, jetzt habe ich den Namen vergessen, mit Snoop Dogg zusammen. Den habe ich nicht gesehen, müssen wir gleich mal gucken. Musst du die gleich, wirklich super gut, Snoop Dogg natürlich wie immer... sehr stark und die Grundbeats von Gorillaz, die haben sich zwar über die Jahre verändert. Ich meine, man merkt das, wenn man sich Sachen wie Dare oder Feel Good Inc. anhört und dann auf die heutigen Zeit guckt, hat dann Sachen wie Style oder so, wo sich wirklich der Beat total verändert hat. Aber das mache ich gerade an Gorillaz, dass die sehr experimentell dann damit umgehen. Feel Good. Ja, okay. Dann, dieses Jahr kam mein Lieblingsalbum 2018, Uhringer, raus, von James Uhringer, also dem Sänger von Mighty Seven Dungeons, Jimmy Uhringer. Kurz. Eine super Ankündigung, die ich hier noch sagen muss: Cradle of Rising. Okay, da wären wir bei Sachen, die 2018 richtig schlecht waren. Es gab tatsächlich eine Zusammenkunft zwischen Danny Filth von Cradle of Filth und Bring Me the Hurensohn. Anders genannt, Bring Me the Horizon. Einer der geilsten Bands, Leute. Also ich hasse dich. Markus, ich weiß das. Ich fange jetzt nicht an zu... Nee, das wäre ich... Sonst wird der Podcast wirklich 2 Stunden lang, wenn ich jetzt anfange, darüber zu reden. Wir blenden das einfach mal aus und machen weiter. Was ist ja... Uhringer war ich dran. So. Ein sehr starkes Album.
sehr viele Genre-Switches und Jimmy Urens Stimme halt wie immer richtig gut zu What a Fool Believes. Kam sogar ein Video raus, wo Jimmy Urin die ganze Aufnahme quasi auf Twitter kommentiert hat und alles. Sehr gut gemacht. Und wie gesagt, es ist richtig starke Songs auf dem auch mit sehr guten Features. Selbst das Feature hier mit dem Sänger von My Chemical Romance, Lisa. Keine Ahnung. Das Schöne ist, wenn ihr von Musik geredet könnt, hören, dass es schön klingt. So, dann haben wir dieses Jahr ist ebenfalls Level 9 oder Level 8? Nee, Level 9 war es. Von Miracle of Sound rausgekommen. Auch sehr gute Features drauf. Und wer nicht ganz kurz als Zusammenfassung Miracle of Sounds macht, Game-Musik, ja, Musik zu Games, keine Game-Musik. Ja, Game, also das meint man Game-Musik halt. Musik über Spiele halt. Er ist kein Brown, aber halt die Songs, die er macht, die berühren. Er hat eine wunderschöne Stimme, die Borderlands einfach das Geilste. Und Borders, cause we're out of land, yeah. Und auch dieses Jahr von ihm das Album rausgekommen und sehr, sehr gut. Besonders At the Edge of the World ist der Song, glaube ich. Ein wunderschöner Song, der mich auch immer noch packt. Was kam noch an Musik? Ministry Americant, beziehungsweise Americakakakant. Nee, weil Americakakant. So. Ja, okay, jetzt. Ne, Musik halt sein Thema. Ministry, was mich an dem Album sehr überrascht hat, die sind zwar immer noch hart geblieben wie vorher, aber die kamen schon sehr an die alten Synthpop-Sachen wieder ran. Was? Ja, aber ganz kurz eine allgemeine Frage. Du hast ja über Spotify was anderes. Fies, so, ja. Genau. Kann man eigentlich auch einfach so bei Spotify Sachen hochladen? Nein. Okay. Du musst quasi einen Vertrag mit Spotify abschließen. Du musst nichts bezahlen oder so, aber. Also muss man vorher einen Vertrag abschließen. Weil, sonst hätte ich gesagt, lass doch einfach mal so unsere Podcast auch auf Spotify. Da haben sogar jetzt hier. Gong und so. Gong haben ihre, aber Ultralativ zum Beispiel, die haben ja auch 200.000 Abonnenten. Die haben trotzdem Probleme noch damit, mit Spotify-Vertrag zu bekommen. Sonst was gibt es noch, wo man das Soundcloud? Soundcloud auf jeden Fall. Soundcloud können wir machen. Okay, machen wir eigentlich, ne? So, ich glaube, das war's dieses Jahr. Wirklich, dieses Jahr war sehr dünn an Musik. Aber trotzdem gut. Trotzdem, also Uringer. Ja klar, Uringer habe ich auch gehört. Uringer ist geil, vor allem das Lied Problematic. Das ist Problematic, super geiler Song. Jimmy Urin hat einfach mal wieder gezeigt, auch im Solo-Ding, was er schon damals mit Jimmy Urin and his Secret Cinematic Sounds gezeigt hat. Der versteht die Musik einfach. Der macht zwar experimentell und kaum einer mag die Mucke, weil sie halt so experimentell ist, weil er auch viele Avantgarde-Stücke und alles hat, aber weil wir schon das große Ankündigung machen, was wir mit Bender besprochen haben, jetzt im Thema Musik, warum wir es auch bis am Ende mit 2019 noch verpacken. Ich würde es bis zum Ende warten. Okay. So, habe ich was zur Musik? 2019 ist... Also machen wir das jetzt doch so abwechselnd. Ja, haben wir ja gerade eben auch gemacht. Okay. Ja, okay. Ja, 2019 habe ich zwei Sachen, die mich wirklich sehr interessieren, und zwar... Eine Katze, die dann Ellbogen schnurren, dann am Jaun. Und zwar hat Robert Smith von The Cure angekündigt, dass er 2019... Dass die 2019 ein neues Album rausbringen werden, wo ich sehr gespannt drauf bin. Klar, ich glaube nicht, dass sie mit den alten Songs mithalten, aber The Cure kann man sich immer anhören, besonders Robert Smith, wunderschöne Stimme. Und das zweite ist, dass Bonnet Cherries beziehungsweise es wurden Gerüchte laut, dass sie 2019 ein neues Album raushauen wollten. Wo ich immer noch zwiegespalten bin, ob ich das glauben soll, weil die ja immer sehr große Sprünge zwischen ihren Alben haben. Sehr viel Zeitsprünge. So, wollen wir damit Film und Serien weitermachen? Wir sind immer bei Hobbys, ne? Da ist noch was von mir. Ja, dein Ernsthaft, stimmt. Genau. Wir hatten ja Hobbys. Genau. Jetzt kannst du nicht mitreden. Jetzt kannst du nicht mitreden, das stimmt. Airsoft ist ein cooles Thema. Kurze Erläuterung. Airsoft funktioniert wie folgt. Es gibt, sagen wir mal, zwei Teams. Ist nicht unbedingt fest, aber
In den meisten Fällen zwei Teams, die gegeneinander antreten. Wir haben sogenannte Erstwaffen, Softwarewaffen. Die kennt ihr wahrscheinlich von der Kirmes oder sowas. Die kann man öfters mal da gewinnen. Die verschießen Plastikkugeln, beziehungsweise in unserem Fall BBs nennt man sie. In unserem Fall aber Bio-BBs. Diese Waffen haben Joule-Anzahlen von, sagen wir mal, 0,5 beziehungsweise unter 0,5 bis zu 4,5, was zwar schon sehr, sehr hoch ist, aber gibt es, ne? Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Und wie gesagt, diese zwei Teams treten an in dementsprechender Kleidung beziehungsweise auch in Jogginghose, T-Shirt, Pullover. Wichtigste ist immer Schutzbrille natürlich. Man muss seine Augenschutz lichten. Sein Augenschutz lichten? Keine Ahnung. Dieser Sinn ergibt Satz. Nee, aber man muss ja sein Augenlicht schützen. So, das wollte ich gesagt haben. Und das, was ich jetzt sagen wollte, 2018. Cooles Jahr. Ich hatte Anfang des Jahres die SSG 24 bekommen. Super geiles Gewehr gewesen. Probleme gehabt, leider. Deshalb verkauft, mir dann wie ein anderes gekauft. Jetzt habe ich eine ICS M4. Falls euch etwas das Ding sagt, SSG 24 ist von einem YouTuber, der Airsoft-Videos macht, namens Novridge. Das ist ein Scharfschützengewehr. Wieso ich mir ein Scharfschützengewehr gekauft habe, ist, ich wollte mal Scharfschütze ausprobieren und davon Videos machen. Bin 2018 jetzt noch nicht dazu gekommen, werde aber 2019 große Schritte in die Richtung machen. Ich habe mir bereits eine Actioncam angelegt. Als nächstes würde eine Zoomcam kommen. Eine Katze habe ich schon. es kommt noch ein neues Gewehr. Das ist 2019 geplant. Dazu kommt auch ein Review. Wir fangen nämlich auch mit Airsoft-Reviews an. Markus wird mir dabei helfen, auch wenn er kaum Ahnung hat, aber er wird dann als lebendes Ziel fungieren. Au! Ja. Ne? Au. Katze. Und ja, auf jeden Fall ist Airsoft quasi ein Competitive Shooter im Real Life. Quasi. Ja, ja. Kann man so sagen. Ne? Kann man so sagen. Muss nicht Competitive sein, aber ich werde auf ein Groß-Event fahren in Deutschland. Groß-Event heißt in dem Rahmen keine 10.000 Spieler oder sowas, sondern 1.500 in drei Teams aufgeteilt. Wobei ein Team sehr, sehr stark in Unterzahl ist, das ist hier Needs, das ist nur eine Störeinheit, die anderen beiden Parteien stören soll. Dazu werde ich versuchen, Videos zu machen, wenn ich bis dahin alles habe, aber so wie das aussieht, schaffen wir das. Zu, wie gesagt, Reviews kommen, zu Waffen, zu meiner ICS kommen Review, wobei ich für Leute, die sich damit auskennen, nicht die Waffe aufschrauben werde, weil ich mich dazu wenig auskenne. Bei der neuen, die ankommen soll, ist wieder ein Scharfschützengewehr. Die werde ich auseinanderbauen und dazu auch dementsprechend Review machen. Und ja, das war Thema Airsoft eigentlich. Okay, das ja, hör ich mich jetzt gedämpft an. Au! Okay, wo soll man das sonst weitermachen? Jetzt. Ja, wo was haben wir denn noch so auf der Liste eigentlich? Also ich habe noch Filme und Serien. Ja, lass mal mit Filmen und Serien anfangen. Aber ich starte diesmal. Und zwar Animes. Animes, ich liebe Animes. Animes, kurz auch wieder als Erklärung, japanischer Zeichentrick quasi. Ja. Ja. Ja, japanischer Zeichentrick. Japanischer Zeichentrick. Beziehungsweise japanische Animation. Ja, muss nicht aus Japan sein, kann auch aus China sein, aber es ist im ungefähr gleichen Stil gehalten. Ja, ja, okay, stimmt, es gibt auch chinesische Animes. Und koreanische Manga sind sehr gut. Es sind auf jeden Fall animierte Figuren, das, ne? Was war mein Lieblingsanime dieses Jahr? Lass mal ganz kurz überlegen. Ah, den Namen kann ich davon alle nicht. Außer Kirariku Zirkus. Kirakoru Zirkus. Kirakuri. Genau. Kirakuri oder so, was heißt der. Super geiler Anime. Actionreich. Hält auf jeden Fall auf Trab. Mit Gefühlen und alles.
zweitliebster Anime, den Namen davon weiß ich jetzt auswendig nicht. Es geht aber um einen Typen, der gestorben ist und zu einem Schleim wird und viele Fähigkeiten sammeln kann. Ist mega witzig gemacht und mega viel edgy halt. Flubber Strikes Back! So in etwa. An Serien immer noch The Flash, seit ein paar Jahren ungeschlagen, meiner Meinung nach. Seit 2, glaube ich, jetzt oder sowas. Oder seit 3 sogar schon. Gib mir mal ganz kurz das da oben. Ich wollte euch noch was zeigen zum Thema Airsoft. So hört sich zum Beispiel eine Airsoft-Pistole an. Ah, ich liebe dieses Geräusch. Entschuldigung, muss jetzt gerade sein. Kannst du mir doch mal umtun. Ja, also auf jeden Fall The Flash ist eine mega geile Serie. Ja, Filme. Venom, hundertprozentig Venom. Habe ich tatsächlich immer noch nicht geguckt. Super geiler Film. Mega witzig gemacht. Sollen wir den nachher zusammen gucken? Können wir gleich mal gucken. Vielleicht. Er ist halt immer noch besoffen. Okay, ja, Markus. Dieses Jahr an Serien kam auf jeden Fall auch nicht. Also, das Jahr 2018 fand ich war generell sehr schwach, beziehungsweise nicht in dem, was rausgekommen ist, sondern in dem, was rausgekommen ist. Weil mich tatsächlich nicht viel interessiert hat. Aber Serien, die ich mir dieses Jahr angeguckt habe, waren zum Beispiel Altered Carbon. Sehr Cyberpunk-mäßig gehalten, sehr schön und also für eine, ich glaube, es war Netflix Original, ne? Konnte gut mithalten, aber gut, war jetzt nicht das Beste. Dann habe ich mir Serien angeguckt, die auch 2018 rauskamen, Everything Sucks, auch Netflix Original. War interessant, aber auch nicht das Gelbe vom Ei, wo ich jetzt sagen würde, ja, die Serie feiere ich voll. Dieses Jahr kam dann endlich die Weiterführung von Roseanne raus, die ich als, auch wenn es viel Hate darüber gab, als sehr gut empfand. Die hatten die alten Charaktere drin, die alle auch noch quasi ihren Charakter behalten haben, also sich nicht groß verändert haben. quasi. Ja, aber das ist ja nicht von diesem Jahr. Ja, aber es ist trotzdem geil, weil die seine Staffel davon rauskam. Die dritte Staffel kam dieses Jahr raus. Nee, vierte Staffel. Vierte, ja. Die vierte Staffel habe ich noch nicht geguckt, weil die hast du noch nicht verfügbar in Deutschland. Ich habe die schon geguckt. Auf jeden Fall, Roseanne fand ich sehr stark. Und 2019 soll das weitergeführt werden, ja, ohne Roseanne, weil die ja einen Shitstorm erlebt hat wegen einigen unziemlichen Sachen, die gesagt hat, wie. Muss ich jetzt nicht sagen. Nee, muss ich jetzt nicht sagen. Sie hat auf jeden Fall Scheiße erzählt, obwohl sie hatte eine sehr gute Entschuldigung dafür, weil sie halt auf Tabletten war und wegen ihrer, war das auch Hormonstörung, die hatte? Ich glaube, es war eine Hormonstörung. Und, auf jeden Fall nächstes Jahr dann The Conners. Ebenfalls Weiterführung, aber dann als eigene Serie gestartet und mal gucken, wie das wird. Ich hoffe, die Charaktere, die jetzt drin sind, außer Roseanne Barr selber natürlich, werden bleiben, weil die waren sehr interessant und gerade als Einzelnes, also wirklich zusammenlebend, waren die, war das sehr interessant anzusehen. Und gerade für eine Sitcom, natürlich eine Sitcom aus Anfang 90er oder Mitte 80er hat die gestartet, irgendwie so in dem Bereich. Und dafür, dass es jetzt weitergeführt wurde, haben sie es sehr gut gemacht, sehr gut umgesetzt. Gerade weil die auch viele natürlich alte, aber auch moderne Themen drin haben und die zusammengemixt haben. So, was war noch? Ich glaube, das war's von mir mit Serien und Filmen. Ja, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende, wa? Ja, okay, wir können jetzt noch 2019 reden. Ne? Ja, ja. Ja, da haben wir ja auch schon vieles gesagt zu. Klar, aber jetzt über unseren Channel noch, ne, logisch, was wir planen. Nee, ich meine jetzt noch zu Film und Serie. Film und Serie, da weiß ich aber nichts tatsächlich. Also ich habe jetzt noch nichts, was mich richtig anfickt. Also,
Auf jeden Fall kommt 2019 ein IT-Crowd-Remake. Das wäre vielleicht nur ganz cool, ja. Weil ich das erste auch nicht gesehen habe, das ist richtig. Also ich habe ja nur ein paar Folgen gesehen, die du mir gezeigt hast. Also IT-Crowd, super geil. Besonders da die halt, die sind halt The Big Bang Theory und cool. Die, und weil die alle Szenen aufscoren. Ich meine, die haben fucking Goff, der den ganzen Tag nur Cradle of Filth hört, in ihrem fucking Serverraum wohnen, weil es da drin so schön kühl und tot ist. Was ich auf jeden Fall, wo ich mich drauf freue, One Punch Man Season 2, Mann. Okay, ich hab die Season 1 nicht zu Ende geguckt. Muss ich eigentlich machen. Ist super gut, also auf jeden Fall. Das war's aber auch schon wieder. 2019. Filme, keine Ahnung, war. Kommen dann noch zwei Remakes zu Stephen King Filmen raus, und zwar einmal S Teil 2. Teil 2, genau. Und da bin ich sehr drauf gespannt, weil der erste war jetzt nicht schlecht. Und es kommt Kuscheltier. Friedhof der Kuscheltiere. Pet Cemetery Remake. Ja, da freue ich mich drauf. Das wird. Ich habe noch vage Erinnerungen an den ersten, wo wir den zusammen geguckt haben, wo wir noch so, wie alt waren wir da? 14, 15? Noch jünger. Meinst du, sind 13 so im Dreh rum? Sogar, ich glaube sogar 12, 13. 12, 13, nee, 12 kommt hin. Waren wir da 12 schon? Haben wir schon mit. Das war auf jeden Fall damals noch in Erkelenz. Oder noch in Erkelenz gewohnt. Ja, gut, aber ich habe ja ziemlich oft in Erkelenz gewohnt, in verschiedenen Stellen. Okay. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Solange nicht versuchen, den zweiten zu remaken, ist alles in Ordnung. Weil Edward Furlong kann man nicht austauschen als Schauspieler. Das leben die ja wieder im Teil 1. Remake. Auf jeden Fall. genau. Das ist auch noch sehr interessant. Und zwar The Witcher, die Serie. Nee. Also ich bin ja absolut gegen Spieleserien. Ich eigentlich auch. Nur das Drehbuch, da arbeiten Leute, die am Spiel mitgearbeitet haben, mit. Was ich ja, interessant heißt, finde. Aber finde ich nix. Das Problem, was jetzt sehr laut geworden war, dass die für die Ziehtochter von Geralt halt eine schwarze Frau als Schauspielerin einsetzen wollen. Wo ich den Shitstorm tatsächlich verstehen kann. Nochmal was? Die Ziehtochter von Geralt. Ich kenne die, ja, ich weiß, wen du meinst. Die ist ja weiß wie Scheiße. Ja. Weiße Haare, bleiche Haut, und die wollen dafür eine schwarze Schauspielerin einsetzen, was natürlich überhaupt nicht passt, gerade zu einem Witcher, weil da ist ja, die haben ja die weiße Haut und die weißen Haare durch die Genstimmung. Weil das Albinos quasi sind. Genau, das passt halt nicht zur Story, und da kann ich schon den Shitstorm verstehen, dass man da nicht eine schwarze drin haben will. Und da werden schon die ersten Raketen abgefeuert. Leute, wir haben noch 2 Stunden, ihr Fotzen! Ja, nee, 2 Stunden nicht mehr, aber wir sollten mal langsam zum Ende kommen, würde ich sagen. Ja. Ja, was haben wir denn mit dem Account vor, mit dem Kanal? Ja, natürlich, das Plays, Airsoft Videos, Podcast, wie er jetzt, denke ich mal, zu hören ist. Ich war am Überlegen, wieder Musik zu machen. Musik zu machen und Blogs, Kritikblogs zu, ja, das wäre auch ein ganz geiles Film. Film. Ja. Am besten auch zu Alben, weil, ja, das ich kann machen. Mich am besten mit Musik aus, das ja, ja, klar. Dann, zu den Podcasts. Ja, da kommt ja jetzt noch was Wichtiges. Wir werden für einer der nächsten Podcasts eventuell Gäste da haben, beziehungsweise bei Gästen sein. Und zwar bei Bands. Weil das musikspezifische Podcasts werden. Die erste Band, die wir besuchen, wollen wir nicht schon den Namen von verraten? Nee, lass mal das als Überraschung. Okay, aber sollen wir die Genre verraten? Ja. Oder? Also, es geht in Richtung Gothic. Es ist Post-Punk-Goth-Rock, so in die Richtung, und meine Hauptmusikrichtung, deshalb feiere ich das auch, und ich hoffe, das wird gut fruchten. Und wenn das gut ankommen sollte, haben wir tatsächlich auch noch mehrere Bands, wo wir es besucht sind. Wir haben noch eine Death Fresh Metal Band, bei der wir es versuchen können, eine reine Death Metal Band, die tatsächlich auch hier aus dem Ort kommt. Dann haben wir eine Heavy Metal Band. Die sind aber gerade auf Tour. Weiß ich nicht, ob das bei denen auch funktioniert. Ja, gut, aber muss ja nicht jetzt nicht Anfang des Jahres sein. Kann ja auch Ende des Jahres sein. Genau. Oder sowas. Und wie war's? Die Band, bei der wir als erstes sind, kennen wir eine andere. Ja, da weiß ich aber auch nicht, worauf für eine Richtung das okay, ist. Okay. Aber auch wahrscheinlich im Gothic-mäßig wieder. Ja.
das ist eigentlich unsere große Ankündigung, die wir jetzt eigentlich hatten. So, ja. Das war's? Das war's, glaube ich. Ja, sind wir bei guten 35 Minuten fast. Oh, das geht ja, das geht. Ja. Gut, bedankt auf jeden Fall fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Kann man eigentlich MP3s auf YouTube hochladen? Nicht ohne Video, glaube ich. Meinst du? Ich meine schon. Du musst echt jetzt gleich noch ein Video unterschreiben. Oder einfach so ein schwarzes Bild oder so ein Scheiß. Na, egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Stories out!